Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 15 Karrieremodus. Heute geht es in der Liga gegen Eintracht Frankfurt. Die haben gerade mal einen Punkt auf ihrem Konto nach vier Spielen. Das ist sicherlich nicht das Erwünschte. Die einzigen, die auch viermal gewonnen haben, sind die Mainzer. So eine kleine Überraschung. Aber sonst eher kann man noch nicht viel sagen. Wir sehen erstens hier Ben Parrington, unser neuer Linksverteidiger, den wir verpflichtet haben, steht heute schon mal auf dem Spielfeld. Und auch einer unserer Jugendspieler steht heute auf dem Spielfeld. Und zwar Van der Berg. Und das werden wir uns gleich in der Aufstellung nochmals genauer anschauen. Aber erstmal hier Eintracht Frankfurt. Aber hier unsere Aufstellung mit der Nummer 24. Auf der Zornposition Van der Berg, unser Jugendspieler, sonst mehr oder weniger bekannte Namen, und hat eben Ben Parrington auf der linken Verteidigerposition. Bevor das Spiel natürlich beginnt, noch die Handshakes, und wir schauen uns auch die Aufstellung von Eintracht Frankfurt an. Kevin Trapp im Tor, Andersen, Bamba Andersen, Flum, Cedric, das Ein bisschen die Pace-Hure, kann man schon sagen. Auf der linken Seite, aber die sollte uns nicht einschüchtern. Nochmal letzte Besprechungen bei uns. Und Ansgar von Hausenstein aus Deutschland pfeift die Partie. Und ich würde sagen, es kann losgehen. Sehr schön auf Gacunga. Und da ist Van der Berg durch. Und da macht schon sein. Nein! Gute Chance für Van der Berg, aber da hat so das ein bisschen die Erfahrung halt noch ein bisschen gefehlt, aber das kommt im Laufe der Zeit, wird das schon gut kommen. Kevin Trapp jetzt mit dem Abschlag. Jetzt zu nahe gewinnt, zum Kara auf Kacunga. Schön, jetzt zu nahe. Wieder Kacunga, und da war ein bisschen das Ganze undiszipliniert. Jetzt Kittel auf Seferovic, der Schweizer. Und Strotik macht das da ganz stark. Gibt Einwurf für die Eintracht. Kopfballduell Seferovic gewonnen. Und Bamba Andersen, Achtung, verliert den Ball gegen Kacunga. Van der Berg, der ist da beinahe durch. Unten läuft Kacunga. Kacunga, der hat natürlich Pace. Und der hat Erfahrung, aber auch Kevin Trapp ist stets bereit. Und Kacunga. Ja, wir sehen es nochmal. Hier. Schöne Parade von Trapp. Hätte man sicherlich mehr draus machen können aus Sicht von Kacunga. Jetzt aber die Ecke von Matteo Politano. Ignjovski. Was macht er? Kurzer Chip-Pass auf Seferovic. Cedric. Parrington versucht da irgendwie den Ball zu bekommen, aber da ist man jetzt schon beinahe durch. Cedric. Sehr schön. Aber Etsunadi ist da. Und Politano sehr stark. Wechselt jetzt die Seite. Gnjowski. Auch nochmal mit dem Ball in die Mitte, aber da steht nur Nathan Ake. Tunkara verpasst so ein bisschen den Ball. Alles aber noch gut. Schöner Ball von Elias Kacunga auf Mamadou Tunkara. Und da macht es! Mit dem Linken. Schön Volley abgenommen. Und dann ist das 1:0 da. Mamadou Tunkara, 27. Minute. Und Elias Kacunga, nächster Assist Point für den Deutschen. Und der Spanier, ja, Mamadou Tunkara, verwandelt das ganz schön, legt ihn sich sehr weit mit der Brust vor und dann, boom, haut er das Ding unter die Latte. Und sogar richtig, richtig schön. Nochmal hier, zack, mit voller Wucht. Keine Chance für Kevin Trapp im Tor. Und die Fans, die sind außer sich. Ja, kann man schon sagen, zweites Bundesliga-Tor für Mamadou Tunkara nach 27 Minuten. Jetzt Kacunga, hat viel Grün, viel Platz, zieht da an Bamba Andersen vorbei. Ja, und läuft ins Aus. Ganz schwach von Kacunga, da hätte man mit mehr Einsatz
viel mehr machen können. Abschlag von Trapp in der 40. Minute kurz vor Halbzeit ist schon wieder hier. Und es ist nur 1:0 in Anführungs- und Schlusszeichen. Vielleicht, dass Frankfurt einen Punkt hat und theoretisch schlecht dasteht. Aber Van der Berg steht da und Bamba Andersen klärt. Chance für Van der Berg, schon seine zweite hier, ein Tor in seinem ersten Ligaspiel zu erzielen. Schlechter Ball von der Eintracht. Parrington auf zum Kara. Van der Berg auf Idia Wiley. Der weiß irgendwie nicht wohin und dann bleibt er am Ball, holt aus und Bamba Andersen mit der guten Grätsche oder der entscheidenden Grätsche, dass es hier kein Tor gibt. Und jetzt Matteo Politano, sehr schnell ausgeführt, Kopfball von Öztunali und Kevin Trapp hält den Ball in seinen Händen. 5 Minuten gibt es obendrauf. Van der Berg, seinen ersten Assist-Point oder was? Katschunga, nein! Kevin Trapp, ganz starke Parade, eine wichtige Parade. Und er hält die Eintracht noch im Spiel. Also, da ist noch nichts entschieden oder irgendwie. Tunkara und Katschunga machen da im Sturm Druck. Und es gibt den Freistoß für die Eintracht. Aber ich glaube, das wird die letzte Szene gewesen sein, weil 5 Minuten sind bald auch um. Und hier, sehr schön von Elias Katschunga, setzt sich da durch und legt den Ball ein wenig zu weit vor. Schade, aber schön gemacht, wie er sich durchgesetzt hat. Und da ist Seferovic, glaube ich, am Boden. Ja, Seferovic nun verletzt. Schade. Und jetzt auch eben der angesagte Halbzeitpfiff. 1:0 für Paderborn. Durch das Tor von Mamadou Tunkara. In der, glaube ich, 26. Minute oder so irgendwie. Wir sehen noch Bayern gegen Hertha BSC 1:1. Und TSG Hoffenheim 2:0 gegen Düsseldorf. Wolfsburg hinten gegen Stuttgart. Aber mehr Interessantes ist da auch nicht dabei. Ich schaue gerade mal, wen ich noch bringen könnte. Bringe man noch Junior Malanda, einfach so ein bisschen das Ganze stabiler zu machen. Hier sehen wir Junior Malanda. So, jetzt muss die Eintracht aber mal was machen und nicht einfach die ganze Zeit so rumstehen und versuchen eins auf... Es geht schon machen mit Ojevic. Jetzt schön Chandler auf der rechten Seite. Parrington, sehr schön, macht er das ganz stark. Und jetzt hat er mal ein bisschen Platz. Warum nicht? Warum nicht nach vorne? Und wir sind hier nicht in der Premier League oder in der FL Championship, sondern wir sind hier in der Bundesliga. Und Sandro Behrendt, ganz starke Parade von unserem Keeper. Eine wichtige, gute Parade von Sandro Behrendt. Van der Berg, sehr schön, Tunkara verschießt gegen Trapp in der 66. Minute. Gute Chance für den Spanier in der 66. Minute. Sandro Behrendt jetzt noch, sind genau 7 spielreguläre Minuten und der Ball kommt zu Katschunga durch und er macht das da ganz stark, aber Injovski macht ist einfach stärker. Dieser Injovski, ein sehr auffälliger Spieler. Oben alles frei jetzt auf der linken Seite. Kadlec in die Mitte. Bamba Andersen. Sandro Behrendt. Noch was richtig gefährlich. Den könnte man ruhig festhalten. Und jetzt Cedric. 88. Minute. Unruhe im Strafraum. Ball kommt auf Chandler. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Ben Parrington fault unnötig. Ich wollte eigentlich nur klären. Und das ist jetzt richtig bitter. Sandro Behrendt gegen
Weil, wie heißt er? Valček, Cadillac oder. Nee, Kittel. Okay. Und er verschießt! Kittel verschießt den Elfmeter in der 89. oder besser gesagt, in der 90. Minute. Und das ist richtig, richtig bitter. Oh mein Gott, Riesenglück für Paderborn. Weil es reicht nicht mehr zu einem 1:0. Oder vielleicht nochmals mit Malanda. Nee. Erneut Einwurf für die Eintracht. Aber der Einwurf geht zurück. Madlung jetzt. Kachunga. Sehr schönes Pressing von uns. Erneut. Und jetzt holt sich Kachunga den Ball. Aber Hasebe erneut ist der Japaner da und holt sich die Pille. Jetzt aber nochmals Hasebe. Auf der linken Seite läuft da beinahe eins aus. Cadillac. Cadillac gegen Strodig. Schön gemacht. Heinloth. Und das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen mit 1:0 gegen die Eintracht Frankfurt. Die hat sehr gut gespielt. Also dieser eine Punkt in der Liga ist sicherlich nicht so verdient. Die Wolfsburger verlieren. Und wir sehen hier. Ich habe dann eine Anfrage zu James Wilson gemacht, Pressekonferenz. Wir loben unsere Jungs, Nationalpferde Peru eher uninteressant. Und Julian Korb. Hallo Trainer, die bevorstehende Partie ist ja wirklich wichtig für uns. Deshalb bin ich der Meinung, dass es besser wäre, wenn ich anstelle von Heinloth spielen würde. Ich hoffe, Sie stimmen mir dazu. Hallo Trainer, ich möchte Ihnen dafür danken, mich wieder mehr einzusetzen. Spielen bedeutet alles. Okay, Hühnemeier hat aber gar nicht gespielt. Dennoch bedankt er sich. Durch den mal für Strodig rein. Der gute. Wo ist er? Korb wollte ja noch spielen, genau. Ich lasse auch mal wieder Fekir ans Werk. Und Yusuf Paulsen noch für Tunkara. Ayatnan für Parrington. Links noch Lazaro. Der ist hier. Okay. Ich glaube, das ist. Nee, nicht zurücksetzen. Scheiße. Mann, ist das eine. Ach. Verdammte Scheiße hier. Fekir habe ich noch gesagt. Und Paulsen noch. Und. Hühnemeier wird auch noch spielen. Und ich glaube, so ist das Ganze in Ordnung. Ne, ich wollte noch Aliatnan bringen. Das muss ich halt nochmal rein schnell. Hier Aliatnan mit einer 77. Sicherlich ein bisschen besser als Parrington. Wir schauen uns nochmal schnell den Teambericht an. Sandro Berendt übrigens schon plus 2. Wir sehen, der macht das ganz gut. Korb auch schon plus 1. Hühnemeier baut ab. Ich bin ja schon auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Ake legt zu. Schon plus 2. Aliatnan noch überhaupt nichts. Also nichts. Kein Plus, aber immer. Immerhin eine Entwicklung. Dann Levinson auch schon plus 1. Politano auch wieder plus 1. Lazaro nichts. Fekir plus 1. Kachunga immer noch nichts. Paulsen schon plus 1. Ziegler nichts. Malanda nichts. Maximovic plus 2. Anderberg, wir sehen hier. Sehr schön. Ben Parrington auch noch nichts. Passiert ein Spiel bis jetzt. Tunkara auch noch nicht richtig viel passiert. Bayrup auch nicht so wirklich. Gisotti auch nicht. Alomerovic plus 1. Und hat noch unsere restlichen Spieler. Die Ausgelehnten haben bis jetzt nur Mick Mulder beim FC Bayern hat ein Spiel gespielt. Mehr wurde da noch nicht gemacht. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Däumchen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und bis morgen gegen Fenerbahce in der Champions League Gruppenphase. Auf Wiedersehen.